das war's für die heutige Episode. Oh, ist meine verwichste Fernbedienung. Ich will das Bildformat umstellen. Wo ist denn die scheiß Fernbedienung hin, Junge? So, die hier nehme ich nur die Hälfte rein. Ey, ich hab's wenigstens bis zur Autobahn geschafft und bin da jetzt in den Gegenverkehr gefahren. Die Aufnahme läuft noch, mein Freund. Wir fahren jetzt, also das erste war nur, um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Ja, nee, das erste war jetzt die Episode. Ich weiß. Ist vorbei. Ist mir egal, jetzt trotzdem. Und es wird weiter aufgenommen. Und ob ich es dir schicke oder nicht, werden wir ja sehen. Du wirst es. Wie hattest du nochmal gesagt, wann spielst du endlich Tokyo Basketball bei Tenwitz oder? Ich bin sicher, das wird kürzer als vom Silver Surfer. Da hat aber jemand den Mund ganz schön vollgenommen, ne? Mein Silver Surfer ging immerhin 41 Sekunden und ich war besoffen. Ja, ich bin auch nicht mehr. Du bist straight edge und hast das Ding in die Planke gesetzt. Jetzt habe ich aber hier das richtige Bildformat, jetzt fahren wir mal richtig hier. Ne? Ja. Also, euch dein dummes Gelaber im Ohr, das macht die ganze Sache auch nicht weiter. Lenk doch mal, du scheiß Bus! Das Spiel ist kein GTA, also hier muss man wirklich alle Verkehrsregeln beachten. Aber das tut jetzt nichts zur Sache, der Hammer hat es vorher schon vergeicht. So, wir sind schon mal weiter als vorher. So, wir verzichten jetzt einfach mal auf Blinken. Und haben gleich 8 Minuspunkte bekommen. Vorsicht, Ampel, ne? Ja, du hast ja noch die Blinker an, ne? Ja, wir wollen ja auch abbiegen, du Eimer. Ja, tut mir leid, die Bildübertragung ist hier nicht ganz so schnell, Meister. Außerdem habe ich die grünen Pfeile da, die habe ich jetzt gerade eben erst gesehen. So. Ist aber auch ein fettes Teil. Steuert sich wie ein Panzer. So, jetzt rasen wir hier mal mit 60 Sachen, ne? 60 ist aber jetzt Tempolimit. Ja, das heißt. Dann abbiege. Oh, jetzt rote Ampel. Wir sind 5 Punkte ab für Fahren über rote Ampel. Ne, wir sind nicht über die rote Ampel gefahren, wir sind, ich bin zu fest in die Eisen gestiegen. Oder war das wegen Spurwechsel? Ne, da hab ich auch geblinkt, so. Jetzt habe ich zu schnell Gas gegeben, wir haben auch 5 Punkte absucht, so läuft das hier in Japan. So. Ich nehme das Ganze gerade, ich habe gerade selber gar keinen Ton und da ist mir gerade aufgefallen, ich habe vergessen, die Ansage zu machen. So, und der Bus hat die Stelle genug vorbeifahren, kriegen wir aber ganz super Punkte. Wie wir unten links sehen, hatte ich unsere Überlebensbalken, Anführungszeichen, mal wieder ein bisschen erholt. Jetzt haben wir richtig richtig über. Mann, du kannst hier nicht fahren, wie Carsten kommt zu den Berg rein. Von erst bei einer roten müssen wir anhalten. Weil jetzt mach schon mal den Tempomat aus und gib richtig Gas. Wieso habe ich jetzt 5 Punkte Abzug? So, wahrscheinlich habe ich die Ansage nicht. Da bleibt der Penner mit auf der Kreuzung stehen, ey! Ich werde einfach immer mal auf den Hart gucken. Wir hoffen, dass irgendwann mal die Ansage kommt. Das Tolle ist, also ich hab bisher noch nie eine Strecke abgeschlossen, weil man irgendwann nach einer Weile einfach nicht mehr weiß, was los ist mit den ganzen Abzügen. Oh, da gibt es Zeitlimit ausgeben. Ja, das ist ja eigentlich relativ großzügig. Also ich muss bis zu. Ich habe jetzt diesen Abschnittszeit bis 12.33 Uhr, wir haben es gerade 12.30 Uhr und 56 Sekunden. Ja, in Tokio wird keine Sekunde Verspätung geduldet. Ja, dass man hier beim Gas geben aufpassen muss, wahrscheinlich darf man mit dem Bus kein Burnout machen, das ist gut. Kannst du aber so ein versuchen. Ja, gab's diesen einen Film, wie hieß er denn? Ah, der Bus, der nicht langsamer werden will. Genau. Kennst du diesen Film, wo der Bus nicht langsamer fahren darf, weil sonst die Bombe hochgeht? Ich glaube, der Film ist der Bus, der nicht langsamer werden darf. Ich möchte mal einen Fahrlehrer sehen, der einen Punkt schreibt, weil man was gut macht. So, machen wir mal den Blinker rein. Falls sich jetzt irgendeiner fragt, ja, wann steigt der denn mal aus? Wann macht der denn mal Amoklauf? Gibt's hier nicht.
Alles ist kein GTA, habe ich vorhin schon gesagt. Alles, was man macht in diesem Spiel. Das heißt ja auch Tokyo Bus Guide. Ja, nicht Tokyo Theft Auto oder so. Tokyo Armor Guide. Ja. So, wir rasen hier weiter mit den unbeschreiblichen 60 Sachen, ne? Wahnsinniger Geschwindigkeit. Lächerliche Geschwindigkeit. Jetzt mach den Tempomat raus und gib manuell Gas. Mach ich doch, du Eimer. Nein, du hast Tempomat drin. Nein, ich habe hier nur einen analogen R-Knopf. Schauen wir mal rüber. Halt die auch leck mich doch, du Arscho! Wie ihr schon festgestellt habt, ich fahr nicht geisterfahrermäßig, die Japaner fahren alle so. Wie die Engländer, die können einfach nicht auf der richtigen Seite fahren. Gut, ist hier 50 erlaubt, also aufpassen, nicht hier aufs Gas zwischen. So, hier müssen wir anhalten, hier habe ich wieder die Ansage vergessen. So, hier. Du bist gerade schon 51 gefahren. Oh, Scheiße. Und stopp! 8 Punkte Abzug. Ich weiß nicht warum, aber. Hast die Strecke geschafft? Den Abschnitt, es geht ja nur weiter.